Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Vielleicht war ich bei DM und habe mir das ein oder andere mitgenommen. Ich glaube, die Brille spiegelt, oder? Oh Mann, das Ding ist, Leute, ich bin ehrlich mit euch. Eigentlich trage ich eine Brille, ich trage die aber in den Videos super selten. Es liegt daran, dass ich immer das Gefühl habe, es spiegelt halt richtig krass. Und ich glaube, ich muss die abziehen. Aber eigentlich würde ich die gerne tragen, Leute, weil dann sehe ich tatsächlich viel mehr in dem Bildschirm. Ihr seht, ich habe vielleicht eventuell meinen Geldbeutel ein bisschen leerer gemacht. Findet ihr das auch so befremdlich, dass die Hängematte da oben ist? Irgendwie, ich brauche das. Wenn ich DM-Holz mache, Leute, ich brauche das. Ich muss die Hängematte irgendwie unten haben, weil ich lege die Tasche immer in die Hängematte rein. Und es ist für mich irgendwie viel gemütlicher. Und ich bin es irgendwie gewohnt, dass im Hintergrund eine Hängematte ist. Und jetzt ist die ja nur so ein bisschen hier oben und irgendwie... Ich muss die kurz runter. Es hätte sich jetzt fast falsch angehört, Leute. Ich werde kurz die Hängematte abmontieren, damit diese wieder hängt. Boah, wenn ihr das jetzt seht, ne? Also da ist so eine Kante von meiner Couch. Ich werde da jetzt draufsteigen. Ja, und dann löse ich die Hängematte. Das sieht immer richtig professional aus, was ich hier veranstalte, Leute. Aber ich komme da sonst nicht dran. Oh, schon viel besser, oder? Findet ihr auch, dass es jetzt schon... viel besser ist? Oh, ich habe eine Mütze wiedergefunden. Hervorragend. Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. In der Hängematte gehen zwischendurch Sachen verloren. Boah, ich find's wirklich ungelogen, Leute. Ich find's jetzt viel besser. Das erste Produkt, was ich mir gekauft habe, ist dieses Wasser. Das war nur aus einer Laune heraus. Ich hatte irgendwie Bock auf irgendein Wasser mit Geschmack. Dann habe ich das probiert, dann fand ich's okay. Ich probiere es nochmal, aber ich muss sagen, ich fand's halt okay, aber ich war so ein bisschen enttäuscht, zugegebenermaßen. Nicht, dass man sich jetzt irgendwas erwarten könnte von einem Wasser, wo halt so ein kleines bisschen Apfelextrakt drin ist. Da ist auch, ich habe mir halt natürlich die Inhaltsstoffe angeguckt, halt 0 Gramm Carbs, 0 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett, 0 Gramm gar nichts so ungefähr. Da ist halt wirklich nur minimal Apfelextrakt drin. Ja, deswegen, meine Erwartungen waren, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ich hätte mir ein bisschen mehr Apfel gewünscht. Also das Wasser ist okay. Es ist ein super Durststiller. Leute, bei DM zu sein ist manchmal anstrengender, als man glaubt. Ja, ist okay. Ich wollte halt einfach ein Wasser mit ein kleines bisschen Geschmack haben. Ist halt okay. Boah, soll ich direkt mit was Krassem anfangen, Leute? Okay. Düdüm. Vielleicht habe ich mir hier Notfallhaarfarbe besorgt, liebe Leute. Notfallhaarfarbe, weil, also ich habe Haarfarbe zu Hause. Aber man weiß ja nie. Es kann immer irgendwie was schief gehen, es kann nicht hell genug werden, es kann zu gelb werden, es kann alles passieren, Leute. Und ich fühle mich sicherer, wenn ich irgendwie so eine Packung Notfallhaarfarbe habe, falls ich mal irgendwie auf die Schnelle eine Blondierwäsche oder so machen möchte, dass es so ein kleines bisschen heller wird oder so. Es kann alles passieren bei der Blondierung, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß auch nicht, wie der hier so ist, muss ich sagen. I don't know. Das ist halt, wie gesagt, falls ich eine Blondierwäsche oder so brauche. Ich glaube, dafür werde ich den benutzen. Worst case, wenn ich den brauche. Ja, aber ich finde es immer gut, wenn man irgendwie sowas zu Hause hat für den Notfall. Vielleicht habe ich eine Veränderung vor auf meinem Kopf. Vielleicht am liebsten sogar noch heute. Es juckt mich irgendwie in den Fingern. Und deswegen, ich bin halt wirklich so an diesem Farbregal langgelaufen, Leute. Ich will wirklich ungelogen, boah, wenn ich das wirklich zurückrechne, will ich seit einem Dreivierteljahr was mit meinen Haaren machen. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ob ich in die dunkle oder helle Richtung gehe. Und jetzt, Leute, jetzt weiß ich's. Es wird hell. Ebenfalls gekauft habe ich mir 4 Protein-Cookies, liebe Leute. Die habe ich auch noch nicht angerührt, weil ich wirklich gerade frisch von DM komme. Und ja, ich freue mich sehr über diese Ausbeute. Ich liebe diese Cookies. Ich kaufe die mir gefühlt immer, wenn ich bei DM bin. Ich werde angerufen. Oh, eine Sekunde. Welcome back. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, ich hatte zu meinen Protein-Cookies, glaube ich, jetzt schon 3000 Mal was gesagt. Wir überspringen die jetzt einfach mal. Oha, Leute, was ich mir ebenfalls gekauft habe, ich komme nicht drauf klar. Es ist natürlich, ich gehe mich vergraben, es ist eine Limited Edition, Leute. Ich weiß nicht, könnt ihr euch... Oh, bevor ich euch das zeige, wir machen es jetzt richtig spannend, Leute. Von Alverde, ja, gab es mal, das habe ich auch schon mal in einem Haul, glaube ich, erzählt, gab es mal mein absolutes Lieblingsduschgel, was dann aus dem Sortiment genommen wurde mit Marine Vandanille. Vandanille. Mit Marine... ich kann nicht mehr reden. Mit Mandarine Vanille, ja. Oh, boah, dieser Geruch, wirklich. Ich könnte wortwörtlich drin baden. Drin baden, Leute. Es gibt jetzt ein Orangen-Vanille-Duft-Aroma-Schaumbad von Alverde und es riecht so wie das Duschgel. Leute, es riecht so wie das Duschgel. Ich komme gar nicht drauf klar. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Das ist mein allerliebstes Lieblingsprodukt, Leute. Ich liebe das, wirklich. Ich liebe das. Also das jetzt weiß ich nicht, aber das Duschgel davon. Ich kann es gar nicht erwarten, baden zu gehen. Wir riechen jetzt zusammen nochmal dran. So lecker.
Wer das noch nicht ausprobiert hat, wer das Duschgel nicht kannte von früher und wer auf Mandarine und Vanille steht, Leute, ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Also ich weiß noch nicht, ob es gut schäumt oder so, aber der Geruch ist so lecker. Für den Fall der Fälle, dass ich tatsächlich blondieren sollte, Leute, habe ich mir so einen hochwertigen Farbglanzpflegebalsam gekauft. Die Leute, die schon mal so eine Haarfarbe ausprobiert haben von L'Oréal Paris, ich habe das mal gemacht. Boah, das Zeug, ne? Leute, das Zeug ist so gut. Also wenn das hier genau das gleiche ist wie in der Packung, dann ist es richtig, richtig gut. Es wird wahrscheinlich voller Silikone und keine Ahnung was drin sein, aber eure Haare sind so weich. Also wirklich, ihr habt nach dem Blondieren, Färben, was auch immer ihr vorhabt, mit dem Zeug auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ihr komplett eure Haare zerstört habt. Es macht auf jeden Fall ein besseres Gewissen. Vor ein paar Jahren war das hier tatsächlich meine allerliebste Lieblingszahnpasta. Und ich habe die bei mir in der Heimat tatsächlich noch und benutze sie regelmäßig. Das ist halt diese Signal White Now. Die hat mittlerweile eine andere Verpackung. Ich gehe einfach davon aus, dass es dieselbe ist. Genau, sofort dreimal weißer, Langzeit, Whitening-Effekt. Da muss ich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass sie schon nach einmal Zähne putzen, weißer werden. Aber ich gucke erstmal, ob das überhaupt, also ich gehe davon aus, dass es dieselbe ist. Ja, die Verpackung ist halt anders, aber ich denke mal, der Inhalt wird gleich sein, Leute. Moment. Ah, nein! 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 Das ist nicht dieselbe! Oha, okay, nehmt alles zurück, was ich gesagt habe über die Zahnpasta. Ich hatte damals auf jeden Fall, war ich sehr begeistert davon. Okay, sie riecht anders, sie sieht anders aus und die Verpackung ist anders. Es ist einfach gar nicht mehr die Zahnpasta von früher. Vielleicht auch schon und die haben einfach den Farbstoff weggelassen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt gar nichts zu der Zahnpasta sagen. Ich fand die früher, die vorherige, den Vorgänger übertrieben gut. Die war aber auch noch krass dunkelblau und die ist es jetzt nicht mehr. Ich weiß also nicht mehr, ob die gut ist. Ja gut, was ich mir auch gekauft habe, ist dieses Shampoo, liebe Leute. Ich liebe das. Also tatsächlich ist das eins der Shampoos, die ich richtig, richtig gut finde, weil ich den Geruch sehr, sehr liebe. Und ich dachte mir, also das ist halt ein bisschen teurer. Ich bin halt geizig bei Shampoo, weil ich mir so denke, Shampoo ist halt zum Reinigen da und nicht zum Pflegen. Und da will ich halt nicht so viel Geld ausgeben. Ich möchte dann lieber irgendwie 1-2 Euro mehr für eine Pflege ausgeben. Und das riecht aber einfach so gut. Und ich dachte mir so ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir jetzt die Haare tatsächlich blondieren sollte, dann möchte ich, dass sie gerne gut riechen. Boah, keine Ahnung, es riecht halt einfach fruchtig, lecker, süßlich, aber nicht zu süß. Und irgendwie so ein bisschen nach Friseursalon. Ich mag's voll. Doch. Ebenfalls habe ich diesen Ingwer-Shot mitgenommen. Einfach, weil ich gerade übertriebens auf dem Ingwer-Trip bin, tatsächlich. Dinge, die mir niemand glauben würde. Ich bin übertriebens auf dem Ingwer-Trip. Das liegt einfach daran, dass ich vor knapp einer Woche so ein bisschen angeschlagen war und ich mir so dachte, okay, ich gönne mir jetzt die volle Dröhnung Limetten, Ingwer, Schlaf, alles, was irgendwie das Immunsystem fördert. Ich habe mir alles gegönnt, Leute. Und deswegen war ich heute irgendwie so ein bisschen angefixt bei diesem Ingwer-Beeren-Shot, weil ich so viel Ingwer konsumiert habe, dass ich irgendwie ein bisschen Ingwer-Abwechslung brauchte. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der gut ist. I don't know. Wir werden den jetzt gleich einfach mal zusammen probieren. Oh, er hat geploppt. Gott sei Dank hat er geploppt. Oh. Puh, beruhigt. Riecht nach Ingwer. Riecht stark, aber ich weiß noch nicht, ob der wirklich so stark ist. Oh Gott. Gleich wird es richtig, richtig scharf. Ich weiß es noch nicht. Ich habe dem jetzt irgendwie schärfer vorgestellt. Mir wurde auch letztens gesagt, dass ich wohl sehr gut scharfes Essen vertrage, was ich gar nicht so krass empfunden habe. Aber ich glaube, also jetzt im Vergleich nach Mexiko vertrage ich scharfes Essen wieder weniger gut. Im Vergleich zu anderen Menschen oder auch im Vergleich zu meinem früheren Ich vor Mexiko, würde ich sagen, vertrage ich mittlerweile echt gut scharf. Ich fand den jetzt also angenehm scharf, aber es gibt auch krassere, schärfere Ingwer-Shots. Eventuell, vielleicht habe ich mir auch nochmal puren Ingwer-Saft gekauft. Wie gesagt, Leute, ich bin gerade krass auf dem Ingwer-Trip und ich schütte mir das, glaube ich, jetzt einfach in meinen Tee. Also ich tue mir generell einfach so ein paar Scheiben Ingwer in den Tee rein und ja, gönne mir halt die volle Dröhnung. Und ich dachte mir, Ingwer-Saft kann auch nicht schaden. Da ich vielleicht eventuell meine Haare ein bisschen leiden lasse und ich gleichzeitig aber Lust habe, irgendwas mit meiner Hand zu veranstalten, habe ich mir tatsächlich Hitzeschutz gekauft. Ja, da habe ich mir auch die Inhaltsstoffe angeguckt und dann ist tatsächlich dieses hier von Syos bei mir persönlich sehr auffällig gewesen, für mich, in meinem Kopf, beste Deutsch. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, weil da Keratin drin ist und es gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl. Die anderen hatten alle so 0815 Inhaltsstoffe, wo ich mir so dachte, ja, aber
Also ich weiß nicht, wenn da Keratin draufsteht, geht es mir irgendwie deutlich besser. Und ja, es ging mir halt wirklich deutlich besser, weil direkt an dritter Stelle in den Inhaltsstoffen Keratin drin ist. Das heißt, mengentechnisch an dritter Stelle, am dritthäufigsten, ist Keratin mit drin. Und deswegen, ja, habe ich mir das hier gekauft. Ob das jetzt gut ist, I don't know, Leute. Ich habe mir auch überlegt, dass ich nochmal so ein Aufbrauchvideo mache, wo ich dann nochmal die Produkte kommentiere und sage, boah, das war ein richtiges Fail-Produkt. Und das hat sich übertrieben gelohnt, kauft euch das. Ja, ich finde das nämlich immer sehr, sehr hilfreich, wenn Leute nach dem Kaufen nochmal sagen, boah, das hat sich mega, mega gelohnt und das halt überhaupt nicht. Letztes Produkt, liebe Leute. Ich liebe einfach Badezusätze. Ich kann da nichts für. Und zwar Mermaids Only. Das fand ich gut, weil ich fühle mich wie eine Mermaid. Ich bin eine richtige Mermaid, ich schwöre. Da bin ich letztens schon mal dran vorbeigelaufen, habe es mir nicht geholt, aber jetzt konnte ich nicht widerstehen, weil es auch noch lecker riecht. Es riecht lecker. Es riecht so ein bisschen wie Kokos-Papaya oder sowas in die Richtung. Pfingstrose, Mandelmilch, Kokos. Ja, Kokos habe ich zumindest rausgebrochen. Badeschaum für Wassernixen. Damit identifiziere ich mich. Zum Träumen, Abschalten und nur um mich kümmern. Leute, das brauche ich. Das klingt nach mir. Das war's schon wieder mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Und ja, schreibt mir gerne, ob ihr die Produkte schon kennt. Ob ihr mir irgendwelche neuen Produkte empfehlen könnt. Ich bin generell eigentlich in jedem Bereich offen. Ich werde dann nochmal ein Aufgebraucht-Video machen und wiederum euch nochmal zurückgeben als Feedback. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Produkt, das nicht so sehr. Das heißt, wir tauschen uns auf jeden Fall aus und ich bin immer, immer offen für gute Ratschläge, Leute. Falls ihr mir noch nicht auf Insta folgen solltet, so Selbstexperimente wie Haarfarben und alles Mögliche von ich messe mir meinen Blutzucker bis hin zu meinen Ketonkörpern und ich bräune mich im Bikini auf meinem Balkon und alles Mögliche. Falls ihr diese absolut lebensnotwendigen, relevanten Stories nicht verpassen wollt, folgt mir noch sehr gerne auf Insta. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.